Was up, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Black Ops 4 Glitch Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute geht es um zwei richtig nice Glitches auf der Map Firing Range. Und zwar sind das sehr, sehr overpowered Spots, wo wir uns einfach mit dem Enterhaken reinglitchen können. Ihr könnt mir gerne schon mal ein Like da lassen, falls ihr weitere Glitch Videos hier auf diesem Kanal sehen wollt. Und natürlich, Freunde, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr sowas überhaupt nicht mehr verpasst. Denn ihr bekommt dann sofort eine Benachrichtigung, wenn hier ein neues Video von mir hochgeladen wird. Und Leute, bleibt bis zum Schluss dran. Denn ganz easy werde ich am Schluss wieder ein paar Leute von euch grüßen, die im letzten Video in die Kommentare geschrieben haben. Also freut euch drauf. Den ersten Glitch, den ich euch auf der Map Firing Range zeige, habt ihr vielleicht sogar schon in dem ein oder anderen Sniper-Clip oder Sniper-Video gesehen. Und falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie kommen die Boys eigentlich genau dorthin? Das ist nämlich ganz easy. Ihr stellt euch genau dorthin, wo ich es jetzt auch getan habe, und zieht euch ganz einfach mit dem Grappling Hook genau dorthin, wo ich es auch hier getan habe. Das heißt, positioniert einfach den Punkt so, wie ich es gemacht habe hier, und schon zieht ihr euch einfach da hoch und könnt da oben rumstehen, könnt da Trickshots machen, wenn ihr ein geiler Sniper seid. Es ist wirklich ganz, ganz einfach da hochzukommen, da ist nichts Größeres dabei. Ihr müsst euch wirklich einfach nur da hochziehen, ohne irgendwas dabei zu drücken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Spot jetzt wirklich nicht so extrem krass. Natürlich kann das die Gegner wirklich sehr überraschen, aber wenn ihr einmal da oben gewesen seid und ein paar Kills gemacht habt, dann wissen die Gegner auch, wo ihr seid, denn ihr seid wirklich dort oben auf dem Präsentierteller. Der zweite Glitch, den ich euch jetzt zeigen werde, ist sogar meiner Meinung nach ein bisschen stärker, weil ihr da sogar noch einen eingebauten Head-Glitch habt, aber funktioniert auch genauso einfach wie der erste. Und zwar stellt ihr euch genau dorthin, wo ihr es jetzt auch seht im Hintergrund, positioniert wieder euren Punkt von eurer Grappling-Hook genau hier hin und zieht euch auch hier ganz einfach hoch, ohne irgendeine andere Taste zu betätigen, und werde dann hier oben hinter dieses Dach geglitscht. Von hier habt ihr wirklich auch einen extrem brutalen Überblick über die Map, und ihr seid nicht so extrem auf dem Präsentierteller wie bei dem anderen Glitch, denn hier habt ihr, wie ihr seht, sogar noch einen Headglitch mit eingebaut. Vor allem für Trickshotter, für irgendwelche Leute, die ein bisschen trollen wollen, ist das natürlich sehr, sehr nice. Aber Freunde, ihr bedenkt immer, nervt eure Mitspieler nicht zu sehr. Das kann man ein oder zweimal machen, um so ein bisschen zu trollen, ein bisschen Spaß zu haben. Finde ich auch wirklich nicht extrem verwerflich. Aber übertreibt es jetzt nicht ein geht immer wieder auf diesen Spot. Ich denke, das wird auch gar nicht funktionieren, weil auch hier werden irgendwann die Gegner wissen, wo ihr seid, und werdet euch dann ganz einfach von dort oben runterholen. Aber so für den Überraschungseffekt und für den Spaßfaktor muss ich schon zugeben, dass es schon ziemlich, ziemlich nice ist. Falls ihr mein letztes Glitch-Video verpasst habt, werde ich das jetzt auch hier mal in die Infocard reinpacken, denn das ist wirklich ein Glitch, wo ihr nicht mal selbst angeschossen werden könnt. Falls ihr das sehen wollt, klickt auf jeden Fall da drauf. Und das wäre es auch eigentlich schon wieder gewesen von dem heutigen Video. Ich werde jetzt noch ein paar Leute aus dem letzten Video grüßen. Das mache ich ja, wie gesagt, jedes Video am Ende. Das heißt, wenn ihr im nächsten Video auch dabei sein wollt, im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt jetzt in die Kommentare "Grüß mich", und ich werde versuchen, dich im nächsten Video auch zu erwähnen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn ich euren Namen erwähne, natürlich, Freunde, Glocke aktivieren. Als erstes grüße ich Tempesta Flash. Dann gehen Grüße aus an Leon PS4. Des Weiteren gehen Grüße raus an Black Mamba. Ich grüße außerdem XXRKillerXX7. Dann den Boy Slay Go. TR66 wird von mir gegrüßt, und als letztes grüße ich CODGamer123. Seid auf jeden Fall nicht traurig, wenn ihr diesmal nicht dabei wart bei meinen Grüßen. Schreibt einfach wieder in die Kommentare "Grüß mich", und ich werde wirklich mein Bestes geben, dich dann in meinem nächsten Video zu grüßen. Ich denke, es werden hier fast immer Daily Uploads in diesem Dezember hier rauskommen, weil ihr wisst ja, Money läuft mit den 100 Klicks. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, falls ihr weitere Glitch-Videos sehen wollt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Freunde. Ihr wisst, wie es läuft. Ich habe es jetzt oft genug gesagt, deswegen macht es doch einfach. Und ja, dann sage ich mal hasta la vista, meine Freunde. Und bis zum nächsten Part.